So, YouTube. Wir folgen jetzt Lunao und gucken mal, wo er uns hinführt. Hoffentlich aus dem Tutorial raus. Mit Pseudo-Harry. Achso, wir sagen auf Wiedersehen. Na dann. Und tschüss. Ganz schönes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Da ist der Wal. Du hast die Insel noch nie verlassen, oder? Hast du Angst? Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Wenn du in die neue Welt gehst, wird es dir schon gelingen, dieses kleine Problem zu lösen. Da ich gerade die Gelegenheit habe, mich vorzustellen, mein Name ist eigentlich schon alles. Ich bin ein famoses Helpy. Okay. Deswegen, die sagt immer Helpy. Okay, jetzt geht's erst richtig los. Also, die Welt finde ich schon mal sieht klasse gestaltet aus. Wäre auch was für ein Singleplayer-Spiel. Das hier hat ein bisschen was von Thunderbluff. Mhm, Fenris oder wie die heißen. Sandwürmer, wir sind in Dune, okay. Lebende Bauten, wir sind in Herr der Ringe. Lebende Wurzeln. Und hallo Elena. Wir haben einen super Tag gehabt. Ich hoffe ihr auch. Und wir gucken uns gerade dieses traumhaft, ich muss sagen, hübsche Spiel an. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, State of the Art 2024. Also zumindest so, dass ich sage, mindestens grundsolide in Richtung sehr gut. Nicht perfekt, aber für ein MMO sehr, sehr gut. Wir bereisen hier anscheinend gerade alle Orte, die es so gibt. Mit Skelettmagiern. Drachenfiguren. Aber auch hübsche Wiesenlandschaften. Sternen und dem Mond. Und für dich war auch ein guter Tag. Du hast eine 1 in Mathe bekommen. Krass. Ich hatte nie eine 1. Da gratuliere ich auf jeden Fall. Ich habe eine 1 im Fliegen in diesem Spiel. Weil es automatisch geht. In Throne and Liberty. Ja, hier muss man zum Glück nicht viel rechnen. Ach du Scheiße. Verknüpfungscode. Ja, zeig das doch an. Am besten. Wow. Okay, wo sind wir hier? Anscheinend wirklich jetzt auf dem Server. Okay, wir sind aus dem Tutorial raus. Segen des Gigantrits. Okay. Sichere Zone. Andere Spieler können dich nicht angreifen. Alles klar. Weiß gar nicht, ob ich auf dem PvP oder PvE-Server bin. Oh-oh. Okay, hier sind auf jeden Fall viele Leute. Viele Standardausrüstungen. Aber ich sehe... Doch, hier Bogen... Stab haben einige, nicht? Ja, okay. Scheint eine beliebte Kombination zu sein. Können wir ins Wasser fallen? Okay. Wir können ins Wasser.
Happy hat auch Wasser geschluckt. Nach rechts, nach vorne, nach hinten. Wir sind also ein Otter. Im Wasser. Das ist ja cool. Okay, wir nehmen also automatisch Gestalten an. Vogel das, Otter das. Wo kommen wir aber hier raus? Hier. Okay. Schon stark. Oh, guck mal, die haben schon andere Gestalten beim Rennen. Okay, das kann man also auch noch irgendwie umdesignen anscheinend. Irgendeine alte Schiffsstatue. Richtig geile Welt. Ich bin der König der Welt. Ja, da wollen alle hin, nicht wahr? Zack. Oh, darauf. Und dann hochgezogen werden. Auch nicht schlecht. So. Hängen geblieben. Oh. Hier, das ist irgendwie dieser komische Zwerg, der kann sich in so einen, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, einen Steinmenschen oder so verwandeln. Und der dreht die ganzen Sachen. Und du hast Ferien. Das ist doch auch schön. Aber ich glaube, eine 1 in Mathe ist schöner als Ferien, oder? Eine gute Note zu bekommen ist auch immer was Feines. Ich hatte nie gute Noten. Seht, was aus mir geworden ist. Nix. Nein. Man findet schon seinen Weg in der Welt, würde ich sagen. Okay, was haben wir denn? Inventar. Wir haben jetzt die ganzen Waffensets, nicht? Und die beiden Waffen haben wir angelegt. Eigenschaftenextraktion. Laden. Ah ja, okay. Hier kann man irgendwas kaufen, nicht? Ist ein Free-to-Play-Game. Das heißt, man kann mit irgendwelchen Gems irgendwelche Sachen sich kaufen. Wir können mal gucken, wie sinnvoll das ist. Also, 10 Euro sind 500 Luzent. Für 10 Euro kriege ich einen Kampfpass. Warte mal, mehr anzeigen. Nein, ich will die Dinger da drauf sehen. Krieg ich dann... Was kriege ich denn davon? Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, man kriegt alles, was da drauf ist, aber ich glaube, man kriegt eine Sache davon für 500 auf einen Lagerplatz oder so. Für 9... Das kostet schon mehr als 10 Euro, nicht? Okay, der unschuldige und reine Berti, der kostet 400. Der kostet nur 8 Euro oder irgendwie was. Eieieiei. Herrscher des Norns, Negan. Hier kann man sich irgendwelche Ressourcen kaufen. Ticket zur Änderung der Erscheinung. Okay, den Charakter ändern lassen kostet 4,50 in etwa. Namensänderung kostet 10 Euro. Servertransfer ist noch frei aktuell. Okay, das haben wir noch im Lager. Das habe ich auch im Lager anscheinend. Okay, Herrscher des Norns. Was passiert? Okay, das kann ich mir nehmen. Naja, nee, danke. Okay, es gibt auch Einzel-Items. Boah, das Ding hier kostet einfach mal 30 Euro, Feenmerlepan. Feierpaket Bronze 19,99. Boah, das sind echt Preise, nicht wahr? Aber gut, für Free-to-Play. Mal gucken, wie viel man davon wirklich braucht am Ende. Irgendwelche Gutscheine haben wir nicht. Sodiums-Hinweistafel. Eroberung der Gilden. Tritt einer Gilde bei. Aussehen anpassen. Amitoi. Unterhaltung. Discord-Kanal beitreten. Nee. Codex. Okay, das hier ist die Geschichte, nicht? So ein bisschen. Hier der Prolog. Den haben wir.
Jetzt kommt Kapitel 1, die Tragödie. Kapitel 2, der Niedergang. Kapitel 3, Veteranen sterben. 4, sagenhafte irgendwas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kapitel gibt es aktuell. Und jedes Kapitel hat so um die 11 Aufgaben wahrscheinlich. Mal mehr, mal weniger. Die hier hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Okay. Haben wir abgeschlossen. Finale Belohnung. Zum Beispiel hier diesen Hut. Könnten wir einfordern, nicht, wenn wir uns das auswählen. Anscheinend. Mystischer Hut. Gewöhnlicher Hut. Gewöhnlicher Hut. Vergessener Dreispitz. Leder Dreispitz. Oder halt den mystischer Hut. Nee, Leder Dreispitz finde ich irgendwie besser. Nehme ich einfach mal. Okay, und damit ist das Kapitel abgeschlossen worden. So, Charakterinformation. Die Waffen haben wir. Jetzt müsste ich ja hier... Nee, habe ich nicht. Doch, da ist er. Ah, ich habe ihn gesehen. Zack. Den Lederdreispitz, passt doch. Wunderbar. Verwandlung, aktuell aktiver Effekt. Und hier, ah, okay, da kann man Schatten, Parumpa, Säbelzahn, Tryon. Wachstumspunkte 10. Gleiten. Adler. Eine Ente, eine blaue. Oder ein Drachenschattenlindwurm. Also, aber die muss man kaufen, nicht? Hier, das ist nicht frei. Und beim Schwimmen haben wir den streunenden Lundrang. Und hier gibt es auch ganz viele. Bis zum Schattenhai. Ja, ich finde immer die Sachen, die dann Geld kosten, das finde ich gar nicht hübsch. Also wer dafür Geld ausgibt und dann 30, 40 Euro, uff. Strahlende Otter finde ich noch ein bisschen besser dahingehend. Aber wenn ich mir... Ägyptischer Otter. Schildkröte gefällt mir an sich am besten. Aber nicht für die Preise. Okay, und wir kriegen dann Stufenaufstiege. Warum wir beim Rennen 3 zur Verfügung haben? Keine Ahnung, aber nehme ich. Spezial. Ein kleiner Zinnritter. Eine Orange. Eine Limone. Irgendein Boba. Was ist das? Nein, danke. Und Gestaltwandeln. Skarabäus. Truhenhummer. Wolf, okay. Goblinschlechter. Ey, boah, die haben einfach eine Aufnahme von mir genommen und ins Spiel eingearbeitet. Frech. Warte mal. Wo war denn der? Das ist ein Gua'uld. Nee, das ist ein, wie hießen sie von Stargate? Da ist doch ein Gua'uld in seinem Bauchraum. Tiak ist einer. Ich weiß gar nicht mehr die Namen. Okay, dann haben wir uns das auf jeden Fall auch schon mal alles zu Gemüte geführt. Was fehlt denn noch? Zeitplan. Gigandrit, Friedhof. Eigenschaften, Extraktion, Lithografie, Inventar. Okay. Sichere Zone. Und wir haben irgendeinen Segen erhalten. Oh. Schönes Wasser. Da ist irgendwas. Was kann ich tun? Meine Hose ist wegen all der Bisse und Kratzer ganz zerfetzt. Sicher, ich habe eine Teilnahmebelohnung erhalten, aber das war nicht viel. Ich habe all mein Geld ausgegeben, wie soll ich Mutter nur in die Augen sehen? Es tut mir so leid, Mutter. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Morgen werde ich mir auf dem Markt von Castellon eine Arbeit suchen oder so. Ah, was soll ich nur tun? Okay, Notizen kann man finden. Und ich sag euch, das da ist eine wichtige Nummer. 1, 3, 9, 9, 3, 9.
Die hat doch sicher irgendeine Bewandtnis, nicht? Wenn man die irgendwo eingibt, die 139939, dann schaltet man irgendwas frei. Kannst du mir nicht erzählen. Da unten ist auch noch eine Notiz. Aber wir gucken uns erstmal die Stadt in Ruhe an. Wir hatten jetzt Action, nicht? Im Prolog. Soldaten Laslans, erhebet euer Schwert gegen die Arcanum Legion von Revilio Lupisus, die unser geliebtes Laslan verwüstete. Beweist in jeder Schlacht eure Mut. Die Menschen Laslans waren stets siegreich. In keinem einzigen Krieg unserer langen Geschichte wurden wir je bezwungen. Ganz egal, wie groß die feindliche Streitmacht doch war, wir gaben niemals auf. Die Ehre des Sieges wird für immer unsere sein. Okay, doof umgebrochen. Wir betrauern eines jeden Tod in diesem Krieg. Doch unsere Freunde, die ihr Leben im Kampf ließen, stiegen auf ins Himmelreich. Der allmächtige Einer ist mein Zeuge. Er kennt das Opfer, das sie im Kampf gegen die Armee der Dämonen brachten. Um die Wahrhaftigkeit ihres Glaubens und ihrer Gemeinde zu verteidigen. Die Götter werden uns sehen. Lasst ab von eurer Angst und zieht eure Schwerter. Finde ich schön gestaltet, die Texte. Nicht, aber irgendwann sammelt man sie nur noch ein, wenn die so viele sind. Verschiedene Stäbe, eine Tür. Kommt man nicht durch, okay. Ja, ich glaube, das ist ein richtig schönes Spiel für Ferien. Oh, guck mal. Ja, wo willst du uns denn hinbringen? Wir hängen hier. Oh shit, wir haben uns festgebuggt. Kann ich irgendwie... Upsi! Komm ich... Gibt's irgendwie ein Reset? Chat? Unstuck? Nicht genug Platz. Der kriegt uns hier halt nicht rausgezogen. Okay, sowas darf natürlich nicht passieren. Ich hänge hier einfach komplett fest. Okay. Gibt's irgendwie die Fähigkeit Kampfpass? Codex. Okay, das hatten wir. Kampfpass. Okay, das ist hier Battle Pass, nicht wahr? Einmal bezahlt, einmal free, die man aufstellen kann. Und irgendwelche Punkte, Kristalle und Premium-Passe, die man machen kann. Hasse ich. Interessiert mich auch so 0,0 in sowas. Hut bearbeiten, UI aus, Spiel verlassen, Charakter auswählen, Flucht, teleportier dich zu einem verfügbaren Punkt. Okay. Ja. Escape. Selbst das geht nicht. Wow. Der Unstuck-Befehl geht nicht. Tötungsaufzeichnung. Okay, wir haben ja noch nichts gemacht. Nachrichten haben wir auch keine. Beziehungen haben wir auch keine. Eventkalender. Zeus-Stern. Nee, Zeno-Stern. Bis 31.10. Status-Info. Burgsteuersatz 2%. Wachstumsmeilenstein-Pass. Okay. Ich verstehe, was die Leute meinten mit, es ist sehr viel los. Können wir schnell reisen vielleicht? Der Rat. Der Hafen. Wie kann ich irgendwie hier schnell reisen? Persönliche Pins kann man erstellen. Herein und rauszoomen. Okay, das ist klar. Kann ich mich hierhin teleportieren? Wahrscheinlich, weil ich noch nichts freigespielt habe. Zu einem Standort. Ah. Kann ich hier irgendwie hin? Und F? Ungünstig.
Tja, was können wir uns noch angucken? Verwandlung. Da waren wir schon. Erscheinungsbild, Profileinstellungen, Waffenerscheinungsbild. Okay, da können wir einfach das Aussehen festlegen. Aber da haben wir ja auch noch nichts. Gesten. Okay, dankbar. Nein. Sitzen. Okay, aber trotzdem komme ich hier nicht raus. Weiß halt nicht. Ich versuche mich mal hier. Ich versuche nochmal. Escape. Er teleportiert mich halt auch nicht. Ich kann mich nicht wieder rausrollen. Noch irgendwas machen. Ich komme hier zwar ein Stück hoch, nicht? Aber ich hänge hier irgendwie. Da kann man machen, was man will, glaube ich. Ich hänge irgendwie mit meinem Fuß in diesem Boden fest und komme nicht mehr raus. Tja, das ging ja gut. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob wir das schaffen. Charakterauswahl annehmen. Dann können wir nochmal gucken, auf welchem Server ich bin. Larry Vane ist auf Casteleton. Casteleton, falls Sie mal fragen. Nee, Karaschare. Wir sind in Casteleton. In Kalaschare. Level 1. Okay. Wäre lustig, wenn ich jetzt einen GM anschreiben müsste, damit ich mich freischalten könnte. Oh, nee. Gut, wir stehen oben drüber. Oh, okay. Also ausloggen hilft. Und dann können wir uns da hochziehen. Alles klar. Meine Güte. Okay, da können wir runterfallen. Ich glaube, das hilft uns nicht. Ah ja, wir sind jetzt dieser fette Puma. Hier gibt es auch bestimmt auch was zu entdecken. Nee. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder in den Chat, wie ihr es findet. Und schon immerhin 3 Like-Bewertungen heute. Ist ja auch schon mal ein bisschen was wert. Dafür, dass das Spiel aktuell nicht auffindbar ist. Ist auch schon mal eine gute Quote. Wow, jetzt weiß ich, warum es hier so laggt, nicht? Aber das finde ich schon cool, nicht? So ein MMO, wo man nebenbei einfach Leute hat, habe ich lange vermisst. Und auch der Grafikstil finde ich sehr, sehr gut. Oh, halbe Bibel, das nehmen wir nur mit. Ah, hier riecht's nach altem Fisch. Aber eigentlich gar nicht doof, dass man sich am Anfang in irgendwas weiter bewegen. Okay. Wartet. Ah, okay, mit links. Mit links kann ich mich umgucken und mit rechts kann ich mich umbewegen. Interessant. Da ist auch noch was. Wie kommen wir da oben hin? Wahrscheinlich, wenn wir als Tiger springen. Ah, schon ein schöner Strand, oder? Schaffen wir es? Nee. Ist zu weit. Als Vogel von da oben vielleicht.
Aber ich war auch von dem anderen Amazon-Spiel hier, New World, am Anfang sehr begeistert. Aber dann mit Level 40 war es halt doch immer das Gleiche. Und ein bisschen schade, da kommen wir nicht rum. War ja in meinen Augen trotzdem kein schlechtes Spiel, aber halt dann irgendwann ja zu Ende, nicht wahr? Ah, hier haben wir auch einen Anzieh-Anker. Nein, nein, nein. Ah, oh, verdammt. Okay. Nochmal. Mit Schiff komme ich da raus, nicht mit Leertaste. So. Perfekt. Noch ein Buch. Weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. Und ich liebe es in Spielen, die Sachen zu machen, die ich nicht machen sollte. Zum Beispiel einfach rumreisen und mir einfach die Gegend angucken. Oh, guck mal hier. Also, jetzt sind wir ein Otter. Interessanter gemachter Wasserfall. Sieht auf jeden Fall besser aus als so eine statische Wand. Okay. Ach, das sind die Krabben mit den Truhen, nicht wahr? Okay, wir kämpfen mal ein bisschen. Okay, der hat Salz fallen gelassen. Interessant. Jetzt geht das eigentliche Spiel erst los. Okay, da können wir uns aus der Affäre ziehen. Ups, falsche Taste. Ah, die Kiste ist auch einer. Schweinerei. Okay, komm, Kiste. Hat nichts fallen gelassen. Ein bisschen Kampf üben, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich muss mir die Sachen irgendwie besser anordnen. Oh oh. Gleich schon die nächste getriggert. Sehr gut. Komm, die Truhe geht noch. Wunderbar. Goldroggenfelder. Okay, ein bisschen aber nicht zu viel angezeigt. Kann man das einstellen, dass er nur die Gegner in der näheren Umgebung anzeigt? Okay, wir lernen hier Sachen. Lithographiebuch. Verbau bestimmte Gegenstände, um sie zu registrieren. Wenn ein Set fertiggestellt ist, erhältst du die ausgeführte Belohnung. Okay. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich irgendwie immer 3, 4, 5 Sachen von irgendwas sammle, kriege ich hier was. Alles klar. Inventar, nicht? Wir haben Salz gesammelt. Mana-Regenerationstrank haben wir. Weltraumblätter? Nee, Weltbaumblätter. Okay, Stiefel. Und Co. Im Kodex. Ah, hier oben, Sammlung. Ah, okay, da gibt es einiges zu sammeln an Büchern. 8 Kapitel davon, 10 hiervon, beim Notiz eines Jägers. Hier 2, das haben wir. Gut, gut, gut. Und Erkundung, da sind alle Sachen, die man erkunden kann. So, der Kampfpass macht auch irgendwas. Ich weiß nicht, was der uns hier neu zeigen will. Alle Belohnungen einfordern. Okay, ich habe Soland. Was auch immer Soland ist. Anscheinend das hier oder so. Ja.
Weil wir Level 1 hier haben. Okay. Als nächstes kriegen wir das, nicht? Und wer Premium hat, kriegt die Sachen hier unten. Was auch immer die bedeuten. Ja, Battle Pass halt. Okay. Ich würde sagen, eine weitere erfolgreiche Folge. Jetzt geht's richtig los und bis gleich.